Oh, Akku passt ja noch. So Leute, ich habe bis eben ein Video aufgenommen. Ich nutze das Wetter und die Chance, direkt das nächste Video aufzunehmen. Mit einem ganz, ganz, ganz frischen Thema. Ja, ich habe die gerade erstmal halbwegs ein bisschen abgespritzt. Und ja, hier mit dem Chrom, da muss ich jetzt in der Garage dann nächsten Tagen wieder alles einmal aufpolieren. Dann sieht alles gut aus. Und die neue Auspuffanlage ist dran. Habt ihr im letzten Video gesehen, quasi. Ich habe sie heute dran gebaut und bin richtig begeistert. Optisch auf jeden Fall. Sound. Wenn du drauf sitzt, ist es erstmal ungewohnt, weil alles ganz weit hinten rausgeht. Aber ich glaube, dass die sich richtig gut anhört. Wird man jetzt wohl auch hören, denke ich. Die ist nicht ganz so bassig, aber trotzdem gut. Ich bin zufrieden. Das war gut investiertes Geld. Bis jetzt auf jeden Fall. Und ja gut, ich habe gerade mal 15 Kilometer gefahren. Ja, hier muss ich erstmal wieder Chrom aufarbeiten. Alles, das ganze Salz und Wasserflecken. Und egal, ja, setzen wir uns erstmal drauf aufs Bike. Und dann quatschen wir mal über das nächste Thema, was ihr sowieso ja schon im Titel gelesen habt. Höchstwahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie ich das Video nenne. Oh, fahren wir mal da lang, scheißegal. Also, wie soll ich sagen? Erstmal guten Tacho. Habe ich schon guten Tacho gesagt? Ich weiß gar nicht. Ansonsten sage ich es jetzt einfach nochmal. Video Nummer 2 heute. Und ich denke mal, dieses Video wird auch das erste Video sein, was ich auf meinem neuen MacBook Pro schneiden werde. Oder wenn ihr es jetzt seht, dann schon geschnitten habe. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, neben meiner ganzen Streaming-Windows-Ecke da, die auch super geil ist und auch alles auf dem aktuellsten Stand ist, gerade neueste AMD-Generation und so weiter, dennoch habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch noch zusätzlich ein MacBook Pro wieder zu holen, den neuen M3 Max, um damit meine Videos zu schneiden, gerade auch unterwegs zu sein und einfach, ich sage euch, wie es ist, ich habe ja früher angefangen, Videos zu schneiden auf dem Apple und das hat mir alles besser gefallen. Das funktioniert auch alles so auf Windows und so. Und ne, sonst würdet ihr ja jetzt drei Monate, Sprachlernbubble. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. 3 Jahre lang ja keine Videos gesehen haben. Ne? Das funktioniert, aber irgendwie ist das geiler auf dem Apple, also auf dem Mac. Und zudem, seitdem ich meine Macs damals abgegeben habe, habe ich seitdem gefühlt keine Gitarre mehr gespielt und die ganzen Programme, die es für Windows gibt, die kotzen mich einfach an oder es läuft das nicht so, wie ich das haben will. Deswegen auch da, ich möchte auch wieder ein bisschen mehr Gitarre spielen und das ist auch dafür ist der Mac auch einfach viel besser. Und ich möchte halt quasi das, was mit Zocken zu tun hat, alles nur noch auf dem Windows-Rechner haben und all das, was mit YouTube hier zu tun hat, was ja auch schon so ein bisschen, weil es auch ein Kleingewerbe ist und so weiter, auch geschäftliche Sachen und Dokumente, Gitarre, all das auf dem Mac haben, dass ich das getrennt habe und fertig, Ende. Das ist aber eigentlich gar nicht Thema hier, aber ich denke mal, dass dieses Video das erste sein wird, was ich auf meinem Mac geschnitten haben werde für euch und hoffe ich vielleicht. Ich hoffe, das ist dann schon da. Ich liebe dieses Teil einfach. Ja doch, also jetzt ist die Harley warm. Jetzt hat sie auch keine Leistungseinbußen mehr, also ich kann da gar nichts sagen. Bin auf jeden Fall happy mit der neuen Auspuffanlage. So, ich fahre jetzt erstmal auf die Bundesstraße und dann fange ich das eigentliche Thema von heute an. So, also, ich hab's wieder getan, Leute. Ich bin Prospect. Nein, ich teile keine Prospekte aus, sondern ich bin wieder Prospect in einem Motorradclub, Leute. Wie ihr ja mitgekriegt habt, für die, die mir länger folgen oder auch nicht oder wie auch immer, ich war knapp 7 Jahre in einem Motorradclub drin, war eine wunderschöne Zeit definitiv und habe das auch lieben und schätzen gelernt und gerade den Lebensstil, den habe ich auch jetzt die 1,5 Jahre ohne den Club ja quasi weitergeführt, so wie ich das eben konnte und es hat immer irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Ich habe mich so sehr dran gewöhnt. Wie soll man sagen, einmal irgendwo dazu zu gehören, dann kamt aber ihr alle ins Spiel, die ganze Community, die Rideouts und so. Und das bleibt auch so bestehen, das sage ich ganz klar. Das Community-Ding Score-Piloten bleibt genauso bestehen.
und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich sage euch nicht, in welchem Club ich bin. Ihr werdet es wahrscheinlich irgendwann mal sehen, in dem Spiegel, wenn ich meine Kutte anhabe oder sonst wie was. Aber ich werde darüber nicht sprechen. Das habe ich vorher auch nicht getan. Ne, was, wie, wo ich war. Und ich werde auch nicht sagen, in welchem alten Club ich war, weil die Frage auch schon mal aufkam. Aber das kommt dann in den Frage-Antwort-Video, weil genau die Frage wurde da gestellt. Okay, damit habe ich sie schon beantwortet. Da wurde gefragt, in welchem Club ich denn war. Da werde ich jetzt schon mal eine Antwort geben. Sage ich nicht. Das mache ich aus Respekt nicht, weil vielleicht ist der ein oder andere vielleicht nicht damit einverstanden, wenn ich darüber spreche. Und andersrum, keine Ahnung. Man weiß nie, wer zuguckt. Man weiß nie, wer irgendwas falsch in den Hals bekommt und dann auf dumme Gedanken kommt. Keine Ahnung. Also ne, ein bisschen muss man da auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Und in Zukunft halte ich das auch mit meinem Club so. Da ist es alles nicht so. Und weil das auch ein viel kleinerer Club ist, was mir persönlich auch viel mehr gefällt, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Warum bin ich wieder in den Club gegangen? Und warum dieser Club? Sage ich ganz klar, warum dieser Club? Ich kenne den oder ich kenne die Jungs schon seit so vielen Jahren. Eigentlich fast genauso lange, wie ich die Jungs von meinem alten Club kenne. Und die waren so oft auch bei uns mit Ausfahrten dabei und so weiter. Man hat sich überall getroffen und privat war der Kontakt immer schon da. Also mit meinem jetzigen Präsidenten den Kontakt habe ich schon jahrelang. Und jetzt, seitdem ich aus dem alten Club raus war und ich dort auf der Sommerparty war, oder ja, Herbst-Sommerparty, habe ich die Leute dann persönlich wieder getroffen. Also von meinem jetzigen Club, die waren dann auch da. Da kam man so ins Gespräch und ey, wie, du bist nicht mehr da und hier und da. Und dann ist der Kontakt wieder neu aufgepflanzt, sagen wir mal so. Wie das dann manchmal zur Corona-Zeit war, ist überall so ein bisschen der Kontakt abgeflacht. Der war aber nie weg. Weil es einfach nur, man hat sich halt nicht gesehen, weil man nicht konnte. Ihr kennt die ganzen Geschichten ja, in jeder Gesellschaft war es ja so. Aber nee, genau, so, da, seit diesem Zeitpunkt ist der Kontakt noch mehr geworden, als wir den Jahre davor schon hatten. Und ich hatte jetzt nie, ab diesem Zeitpunkt nie die Absicht, wenn ihr irgendwo reingehst, dann wird es der Club sein. Also zumindest nicht so vordergründig. Im Hinterkopf hatte ich immer schon Optionen. Also da gäbe es auch noch einen anderen Club. Und, aber da war mir dann wieder zu viel und zu viel Masse und all das. Und das will ich ja alles nicht mehr. Ich hab gewisse Vorstellungen und gewisse Erwartungen. Genauso wie, das habe ich ja schon mal in einem Motorradclub-Video gesagt, ne, dass man Erwartungen an den einzelnen Member hat oder an den Anwärter oder wie auch immer. Genauso wird er auch Erwartungen an den Club haben. Und das muss halt zusammenpassen so. Und ich denke, dass da, wo ich jetzt reingegangen bin, dass das da funktioniert und da auch passt. Denn wir sind da menschlich auf Augenhöhe und die gucken auch schon, seit ich den scheiß YouTube-Kanal hier habe, gucken die meine Videos, reagieren darauf. Ich habe meinen Präsidenten auch schon sehr oft mal nach Meinungen gefragt und so. Gerade wenn es auch darum geht, hier Motorrad-Club-Content und so, habe ich ihn sehr das öftere Mal nach seiner Meinung gefragt, nachdem ich das Video schon fertig hatte und bevor ich es veröffentlicht habe, war er so mein, wie soll ich sagen, so der Prüfer sozusagen. Aber nicht, weil er das verlangt hat, ganz im Gegenteil, weil da war noch gar nicht im Gespräch, dass ich da in den Club reingehe, sondern weil ich einfach weiß, dass er so denkt wie ich und die gleichen Ansichten hat wie ich. Und es gibt halt Sachen, über die kann man so sprechen, dann gibt es Sachen, da muss man selber seine Erfahrungen machen und so weiter. Oh, da habe ich mich einmal verschaltet. Aber trotzdem einfach, weil ich da so einen kleinen Background-Check, weil ich genau weiß, da kann ich das machen, so einen Background-Check. Und wenn ich dann irgendwie unabsichtlich vielleicht irgendwas erzähle, was vielleicht zu weit gehen könnte, was ich eigentlich weiß, ich laber keinen Müll oder so, ne? Zumindest aus meiner Perspektive. Ne? Was meine Wahrheit ist, ist vielleicht des anderen Lüge oder Unwahrheit, das wissen wir alle. Oh, der hat die Haare schön gehabt. ja, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Jeder hat so seine Wahrheit und da ist auch in jeder Gesellschaft was dran. Genauso wie halt in unseren Kreisen. Da ist es halt auch so. Aber ich glaube, dass ich mit meinen allgemeinen Informationen über dieses Thema schon gut was abgedeckt habe. Und da habe ich genau diese Videos immer so ein bisschen gegenchecken lassen. Einfach, weil ich genau weiß, der ist auch sein Leben lang schon in der Szene drin. Und schon allein deswegen auch ist der Kontakt dann wieder
noch besser geworden und so weiter, weil man sich dadurch auch ein bisschen mehr Vertrauen schenkt und so weiter. Dann wurde ich monatlich bei denen eingeladen zu dem monatlichen Clubtreffen. Aber ohne, dass ich es ausgesprochen habe oder die, so nach dem Motto, ja, wolltest du nicht beitreten und so, so nach einem halben Jahr, sage ich mal, dann gab es mal so, da habe ich dann auch gesagt, ich so, wird mir schon, glaube ich, gefallen, dann auch bei euch mitzumachen. Ich hatte aber noch ein Jahr Cooldown, also ein Jahr, man sagt, wie so eine Sperre. Jeder Club hat da so seine eigenen Regeln, aber als ich aus dem alten Club rausgegangen bin, da war es eigentlich kein Jahr mehr, aber ich habe halt ungefähr ein halbes Jahr hatte ich dann noch Sperre und habe ich gesagt, aus Respekt halte ich das auch ein und so, da will ich niemanden auf den Schlips treten und alles drum und dran, das macht man so nicht. Ne? Wenn du reingehst und die Regeln akzeptierst, dann musst du auch rausgehen und die nachfolgenden Regeln akzeptieren und so macht man das. Und dann war das auch erstmal so kein Gesprächsthema mehr, aber die wussten dann schon, doch theoretisch ist Potenzial da und auch die Interesse da und das habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, so beiläufig, aber beim Schreiben hin und her und dann hat er mich auch aufgeklärt, so ist er bei uns so und so und dann sage ich, alles klar, das passt und so, wenn der Zeitpunkt dann da ist, ihr euch bereit fühlt und ich mich bereit fühle und ich meine Zeit dann auch vorbei habe, dann können wir mal drüber sprechen und so. Dann kam dann mein neuer Job noch dazwischen, weil eigentlich war dann genau der Zeitpunkt für mich, wo ich sagen könnte, jo, alles klar, ich kann ja sofort eintreten, so ne, nach dem Motto. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ich spreche das Thema dann erstmal einfach nicht mehr an. Ich fahre ganz normal monatlich dahin, ne? So wie ich das in meinen Videos auch immer gepredigt habe, fahrt hin, die Leute kommen schon auf euch zu. Und genau das ist vor einem Monat passiert. Ich wurde dann nicht nur zu den monatlichen Clubtreffen eingeladen, sondern zu der Sitzung davor schon. Und dann wurde ich ganz offiziell gefragt, wolltest du nicht mitmachen? Du kriegst dein Prospekt und die würden sich freuen. Die wissen, das würde passen und die haben sich da wohl auch schon Monate drüber Gedanken gemacht und so weiter. Und denke ich, dann haben die mir auch gesagt, du kannst auch überlegen. Und als sie mir gesagt haben, du wirst schon zur Sitzung eingeladen, dann wusste ich schon, ich wusste natürlich Bescheid, worum es geht. Ne? Ich habe dann meiner Frau Bescheid gesagt. Ich habe ja auch schon ein paar Monate so ein bisschen vorgewarnt, dass das passieren könnte. Und wie gesagt, ich gucke mir das dann halt an. Und naja, auch wegen dem neuen Job, es ist deutlich weniger Zeit. Dann ist YouTube, dann ist Twitch da. Also ich werde mit anderen Sachen wieder ein bisschen zurückschrauben müssen. Nur mit euch nicht, weil das kann ich weiterhin so machen. Weil das nimmt jetzt keine Zeit weg oder so. Dann werden auch, vielleicht nicht dieses Jahr, aber demnächst irgendwann auch Fahrten mit dem Club auch ins Ausland stattfinden können, wo ich die Kamera mitnehmen kann, weil ich genau weiß, da kann ich gewisse Dinge ein bisschen mehr zeigen. Und aber wie gesagt, ich weiß schon, was ich wo zeigen kann und worüber ich sprechen kann und was nicht. Und das ist auch eigentlich richtig so, und dass man das weiß. Und gab zum Beispiel, ich habe ja auch mal in einem Video gesagt, und das habe ich da auch persönlich gesagt, ich so, ich werde nirgendwo beitreten, wenn ich als Hänger, Prospekt, nicht alleine, okay, als Hänger kann ich vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, aber sobald ich den Prospekt mindestens habe, Leute, ich bin seit 7, 8 Jahren in der Szene unterwegs, da wo ich hinfahren möchte, da fahre ich hin. Und wenn von euch keiner Zeit hat, dann bleibe ich im Arsch nicht zu Hause, dann fahre ich dahin. Und da habe ich auch das okay gekriegt, aber das ist halt auch nur so ein Ding, da muss man vorher drüber sprechen. Und die wissen genau, wie ich bin, und sondern die wissen, zu welchen Clubs ich gerne fahre, wo ich Freunde und Bekanntschaften habe, und da würde ich dann auch, wenn es halt nicht anders geht, auch gerne alleine dann hinfahren können und dürfen. Und dafür habe ich den Otto gekriegt und alles klar, so, das war für mich so die einzigste Bedingung. Ansonsten glaube ich, dass ich da richtig, also nee, das glaube ich nicht, das weiß ich ganz genau, gute Leute erwischt habe. Ich kann euch mal was einspielen, das war noch im letzten Jahr, ich glaube einer der letzten Fahrten im letzten Jahr, da hat es auch so richtig geregnet. Ich habe davor ein Video gemacht, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber da, ich habe auf jeden Fall das Video bei Thunderbike beendet und dort stand dann mein jetziger Präsident auch, und da, von da an habe ich eigentlich schon ein zweites Video gestartet, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, zu diesem Zeitpunkt von mir aus das anzusprechen, hör mal, wie sieht das jetzt aus, kann ich jetzt beitreten, ich habe meine Zeit eigentlich jetzt abgesessen sozusagen, hört sich blöd an, aber ne, vom alten Club halt, diesen Cooldown, der ist vorbei. Und
Aber während ich das Video dann gemacht habe, ich habe auch mit 360 Grad gedreht und wir sind dann im Regen da irgendwo hingefahren, haben dann lecker gegessen und alles. Eigentlich eine coole Tour gemacht, nur kalt und scheiß Wetter und wie ich wie immer mit Turnschuhe und Jeans. Ne? Und dort habe ich dann aber auch angesprochen, ich so, bevor wir uns dann zum Essen irgendwo hingesetzt haben, das kann ich eigentlich mal einblenden. Heute mal so einen kleinen Mini-Ride-Out hier mit Freunden. Und was ist? Ja. Im ersten Video habe ich ja schon das Video gemacht, ein Jahr Harley fahren. Und jetzt fahre ich hier in so einem Kackregen. Ach, scheißegal. Einfach mal einen gemütlichen Nachmittag mit Kumpels verbringen. Und eventuell, wenn das hier mal live kommen sollte, dann werde ich mit den Jungs so ein bisschen meine Zukunft besprochen haben. Und vielleicht werde ich demnächst wieder in einem Club sein. Da habe ich auch was gesagt. Ich so, je nachdem, wie das Gespräch heute verläuft, ist das vielleicht meine neue Zukunft. Und das ist jetzt auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Monate wird es her sein, jetzt mittlerweile. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, das nicht anzusprechen, sondern die Sache ruhig anzugehen. Weil dann musste ich mich wieder an meine eigenen Videos erinnern. Warte, bis die auf dich zukommen. Ich weiß, ich hätte es ansprechen können. Wahrscheinlich wäre es dann auch schon passiert. Und ich hatte aber meine Interesse schon, kundig gemacht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ach, warte einfach ab. Weißt du, auf die Wochen oder Monate kommt es auch nicht an. Und das muss alles für alle Beteiligten der richtige Moment sein. Und genauso ist es dann auch gewesen, jetzt Anfang Januar. Und es war einfach nur geil. Also ich habe schon wieder einen richtig guten Start ins neue Jahr. Mein Job ist immer noch super. Jetzt habe ich bin wieder in einem Motorradclub drin und glaube darüber sehr, sehr happy zu sein. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Also ich habe es wieder getan. Also jetzt muss ich wieder so viel wie ich kann. Also die wissen über meine Schichten Bescheid. Es kann mal sein, dass ich einen Monat überhaupt, dass sie mich überhaupt nicht sehen, weil einfach die Schichten dann so blöd sind. Aber so ist das halt einfach. Und dann ist man auch eben ein bisschen länger Prospekt. Das weiß ich alles. Und das stört mich nicht. Leute, das stört mich nicht. Ganz im Gegenteil. Mir ist viel wichtiger, da Leute zu haben, denen man gut vertrauen kann, mit denen man gut ausfahren kann. Auch außerhalb von Clubthemen auch einfach auf einer Wellenlänge ist. Und Alter spielt da auch keine Rolle. Ja. Und da freue ich mich jetzt schon auf die, ja, nicht eine Saison, weil im Club ist man ja immer drin, ne? Ihr kennt das ja, man teilt das Leben im Club und zu Hause. Aber auch das ist so ein Ding, was funktionieren muss zwischen Club und Frauen und all das. Und ich denke, dass das da auch sehr gut funktionieren wird. Da, ein neuer Auspuff gefällt mir, doch. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. So, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Prospect Mark ist wieder unterwegs. Aber wie gesagt, ich werde niemals über Clubgeschichten sprechen, werde auch nicht aussprechen, wo ich bin. Wie gesagt, der ein oder andere wird sehen und dann kann es sein, dass das mal irgendwo geschrieben wird. Aber wie gesagt, aus meinem Mund werdet ihr das so nicht hören. Wenn, dann werdet ihr das sehen im Spiegel oder sonst wie was. Oder wenn ihr auf dem Ride-Out von mir seid. Alles gar kein Problem. Und das muss ich dann auch nicht verheimlichen. Aber aus Respekt der Szene gegenüber und damit man das auch nicht ausschlachtet oder wie auch immer. Oder auch damit nicht irgendwie ein Andrang oder Anlauf nachher kommt oder so. Ne? Ey, yo, der YouTuber ist doch da in dem Club. Lass uns da auch mal alle hingehen. Ja, nee, das ist der ganz falsche Weg, Leute. Nix da. Gibt's nicht. Will euch alle nicht haben. Nein, Quatsch. Nee, aber wie gesagt, werde ich nicht drüber sprechen. Und aber ich kann über die allgemeinen Sachen einfach sprechen, die für jeden interessant sein könnten, werden oder sind. Und fertig, Ende. So wie man es kennt, nach wie vor. Genau. Ich bin auf jeden Fall mega happy damit. Und wird sich zeigen, wie sich das entwickelt, aber ich bin da sehr guter Dinge, denn wie gesagt, ich habe mir das ja halt auch lange überlegen können. Und genau, wir werden sehen. Man sieht sich wieder auf der Straße, man sieht sich im nächsten Video, man sieht sich im nächsten Ride-Out.
spätestens im nächsten oder allerspätestens im übernächsten Video werdet ihr dazu Infos bekommen zum nächsten Ride-Out. Ein bisschen früher angekündigt werden wird er. Damit auch ein bisschen ein paar Leute Zeit haben zum Planen. Und dann werden wir das Ding schon rocken, Leute. In dem Sinne, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Ihr kennt den ganzen Dries. Und ja, haut rein, ihr Kleinen.